Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Mystery Help. Ihr wisst ja sicherlich alle oder ein Großteil von euch weiß wahrscheinlich, dass ich meine Videos hier mit Camtasia Studio 6 aufnehme. Und ein vergleichbares Programm dazu mit einem etwas anderen Zweck ist das Programm, das ich euch heute vorstellen will. Es nennt sich WeGame und ist auch ein Bildschirmaufnahmeprogramm, nur halt für Spiele. Also speziell für Spiele. Und zwar kann ich für den Download in die Beschreibung stellen. Gibt es hier ein kleines Fensterchen, womit man das Ganze koordinieren kann. Um euch allerdings noch etwas zu zeigen, schließe ich das erstmal nochmal und öffne es danach nochmal. Denn, oh, Windows. Denn man muss sich einloggen. Das hat zur Folge, dass man sich erstmal einen Account auf wegame.com machen muss. Das ist allerdings kostenlos und von daher sollte das gar kein Problem sein. Dann geht ihr hier in, wenn ihr euch eingeloggt habt, also einfach auf wegame.com gehen, dann könnt ihr euch einen Account erstellen, dann könnt ihr euch da einloggen. Dann kommen hier so ein paar Fensterchen. Und zwar zum einen für Videos, also zum Starten von Videos, zum Erstellen von Screenshots. Da gibt es halt immer so sogenannte Hotkeys, mit denen man das Starten und Stoppen kann oder halt einfach nur ein Bild aufnehmen kann. Und zwar kann man das hier unter Settings einstellen. Bei den Videos kann man einstellen, wo man es abspeichern möchte, was halt dieser sogenannte Hotkey ist und mit welcher Qualität man das aufnehmen möchte, das Spiel. Je höher die Qualität, also FPS heißt Frames per Second, also Bilder pro Sekunde, und je höher diese Zahl ist, desto besser wird die Qualität. Allerdings dauert es dann auch länger aufzunehmen und es kostet halt mehr Speicherplatz oder verbraucht mehr Speicherplatz. Außerdem kann man einstellen, ob man den Sound aufnehmen möchte oder nicht und mit welchem Browser man Flashes aufnehmen möchte. Also Flash Games zum Beispiel kann man, spielt man im Browser und aus welchem Browser man das dann aufnehmen möchte. Außerdem kann man hier nochmal insgesamt die Qualität einstellen, ob man jetzt Web Recording machen möchte. Es gibt dann die besten Einstellungen für das Hochladen im Internet oder halt HD Recording. Das gibt dann die besten Einstellungen insgesamt von der Qualität her. So, dann speichern wir das ab, wenn wir es haben. So, Moment, bei den Screenshots war ich ja noch nicht. Da kann man einfach einstellen, wo man das abspeichern möchte. Hier auch den Hotkey einstellen. Und hier kann man einstellen, ob man das automatisch hochladen möchte oder manuell. Zu dem Hochladen erzähle ich gleich auch noch was. Und zwar gibt es hier diese Website, wegame.com. Die sieht genau so aus. Normalerweise hat man sich ja auch direkt eingeloggt, wenn man dann hier auf View My Profile geht. Und dort kann man dann auch direkt Sachen hochladen. Ich melde mich hier gerade mal an. Muss ich denn hier einloggen? Ich logge mich hier kaum mal ein, weil ich das nicht wirklich benutze. Egal, Moment. So, schon sind wir drin. Und dann sieht es ungefähr so aus. Hier sieht man, wann man das Spiel, das man hier gespielt hat, dass man gespielt hat. Hier sieht man, wann man welches Spiel gespielt hat, wenn man WeGame offen hatte. Das ist bei mir jetzt hauptsächlich Counter-Strike Source. Und da kann man durchklicken, was man so alles hat. Oder ich habe in dem Fall hier noch nichts hochgeladen, deswegen steht hier auch nichts. Und ja, generell kann man hier halt einiges machen. Das ist hier Follow, Overlords, wow, das ist so ungefähr wie auf Twitter, wo man jemanden auch followen kann. Und ansonsten kann man ja auch eine kleine Community aufbauen. Was allerdings der Hauptgrund dafür ist, sind hier diese Videos. Hier lädt jeder die Videos hoch, die er mit WeGame gemacht hat oder auch nicht mit WeGame, aber hauptsächlich halt mit WeGame, weil dann direkt die Möglichkeit ist, das hochzuladen. Also hier sieht man schon verschiedene Spiele hier, World of Warcraft, Command Conquer etc. Gibt es eine bunte Mischung von Spielen, die einfach damit aufgenommen wurden und dadurch sieht man auch, es können so ziemlich alle Spiele damit aufgenommen werden. Ich weiß nicht mal, welches nicht damit aufgenommen werden kann. Dazu geht man halt einfach in das Spiel rein und drückt dann den sogenannten Hotkey. Das wäre in dem Fall F1. Das wäre zum Starten und zum Stoppen der Aufnahme. Und ja, das war so im Großen und Ganzen das auch. Also nochmal kurz zusammengefasst. Hier ein Programm zum Aufnehmen von Videos. Die kann man dann, nachdem man sie aufgenommen hat, werden sie etwas komprimiert und man kann sie direkt hochladen mit nur einem Klick. Das werde ich jetzt nicht machen, weil das gerade zu aufwendig ist. Aber so vom Prinzip her sollte es ja klar sein. Hier unten kann man auch nochmal die Optionen
klicken, uploade Video oder uploade Screenshot. Das ist hier jetzt auch eigentlich nicht wirklich ein Problem. Entweder hier kann man auch direkt eins aufnehmen oder halt uploaden. Also hier ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Einen Store gibt es auch noch, wo man vor allem PC-Spiele kaufen kann, etc. Gut, das war soweit das zu Wegame. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial geholfen. Wie gesagt, den Download-Link werde ich rechts in die Beschreibung reinstellen oder auch unten, je nachdem, wo ihr es guckt. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem Programm. Wenn ihr eigene Videos macht, könnt ihr die gerne hochladen hier als Videoantwort. Ich lasse die dann auch zu und ich würde mich darüber freuen, damit ich mal sehe, was das so gebracht hat oder und ob das ihr es auch verstanden habt, weil das weiß ich nicht genau. Vielleicht war dort etwas unklar. Wie gesagt, wenn etwas unklar ist, immer schön in die Kommentare schreiben, ich antworte dann darauf. Und ja, ansonsten auch Kritik und also vor allem hoffentlich konstruktive Kritik immer schön in die Kommentare schreiben. Destruktive Kritik lösche ich halt, aber ja, ist halt dann euer Pech, wenn ihr das schreibt. Gut, dann soweit dazu. Tschüss und bis zum nächsten Mal.